Heute in der neuen Pixelshow 265 dreht sich alles um das Thema Black Friday. Dazu News, Neuerscheinungen und eure Fragen. Und damit hallo und willkommen zur Pixelshow 265, dem wöchentlichen PlayStation-Magazin. Bevor es losgeht, gibt's mal wieder ein herzliches Dankeschön an meine Supporter drüben auf Patreon und hier auf YouTube. Und ein herzliches Hallo an die neuen Mitglieder, den Gamers-Check, der wieder damit dabei ist, der Ostcode-Stream und der Luke. Vielen herzlichen Dank an alle Supporter. Wir fangen jetzt aber gleich mal an mit den PlayStation News und einem schönen Jubiläum. 25 Jahre PlayStation. Die allererste PlayStation ist nämlich am 3. Dezember 1994 in Japan erschienen. Ergo ist das eigentlich ein Jubiläum, eigentlich ein japanisches Jubiläum, weil die PlayStation, die erste, die kam erst am 29. September 1995 bei uns raus. Also fast, ja, ich würde sagen, dreiviertel Jahr erst später kam die bei uns raus. Ergo ist das ja schon ein Jubiläum, aber für uns noch nicht so ganz. Nichtsdestotrotz, erste PlayStation hat sich 102 Millionen Mal verkauft und das meistverkaufte PlayStation-Spiel ist Gran Turismo 1. 10,85 Millionen. Das ist mal ein schöner Wert. Zum Thema 25 Jahre PlayStation wird es natürlich auch noch ein Video geben. Das ist natürlich leider verspätet. Sorry dafür. Aber da kommt noch was. Wir bleiben bei PlayStation und da gibt es einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde für die meistverkaufte Konsolenmarke. Nämlich PlayStation wurde jetzt die meistverkaufte Konsolenmarke mit 450 190.000 Konsolen. Nur die stationären Konsolen gezählt. PS1, PS2, PS3, PS4. PSP oder PS Vita sind da nicht mit dabei. Nichtsdestotrotz ist das jetzt ein Eintrag im Guinness-Buch als größte Konsolenmarke. Dann geht's gleich weiter. PS5 mal wieder. Ja, es ist mal wieder ein neues Bild aufgetaucht von einem Developer-Kit, von einer Entwicklerstation von der PS5. Und das sieht mal wieder recht interessant aus und bestätigt eigentlich auch die Gerüchte, wonach das Entwicklerkit der PS5 eben so aussieht. Nämlich, es sieht aus wie ein Raumbefeuchter, ja, also ein Lufterfrischer, was auch immer. Es sieht total behämmert aus und jetzt manche machen sich natürlich schon Sorgen, dass die PS5 auch so aussehen wird. Aber bei dem Bild finde ich eins interessant. Zum einen, es hat ein LED-Display, ja, das Gerät. Es ist extrem groß. Dann der Controller sieht auch aus wie eine Vorabversion, nicht final. Und was eigentlich überhaupt, worüber kein Mensch spricht bei diesem Foto, das eben aufgetaucht ist, das ist übrigens bei einem unbekannten Entwickler aufgetaucht. Das Foto wurde dort gemacht, mehr oder eigentlich illegalerweise, weil man darf eigentlich, wenn man ein Entwicklerset hat von Sony, das nicht fotografieren, irgendwas darüber publizieren, auf gar keinen Fall darf das auftauchen. Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder irgendwelche Leaks. Was aber interessant ist, finde ich an diesem Foto, ist das Detail rechts oben. Das, was da oben rechts aussieht wie irgend so ein DVD-Player, ist tatsächlich das Entwickler-Kit von der PS4. Und jetzt mache ich mir schon wieder keine Sorgen mehr zum Thema Design der PS5, denn das Entwicklerkit der PS4 sieht eigentlich aus wie so ein ganz klobiger DVD-Player und die PS4 sieht ja dann letztlich komplett anders aus, ja, als das, was man hier sieht. Ergo würde ich jetzt mal mutmaßen, dass das Entwicklerkit der PS5 auch komplett anders aussieht als das finale Gerät. Aber ich habe da ein geheimes Treffen der Sony-Oberen belauschen können, und zwar direkt am Dönerstand hier. Da haben sich die Sony-Chefs getroffen im Gebüsch und haben darüber gesprochen, wie sie das neue Design machen wollen. Da können wir gleich mal reinhören. Okay Leute, wir haben da ein kleines Problem. Das Entwicklerkit der PS5, das ist so brutal hässlich, jetzt glaubt jeder, die PS5 wird auch so aussehen. Ja, 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 Herr PlayStation-Chef, das ist Absicht. Wir verwirren die Leute mit diesem unfassbar hässlichen Gerät. Wir verwirren damit auch Microsoft natürlich, die eben glauben, wir bauen so eine Art Luftbefeuchter. Aber jetzt kommt's, die PS5, die wird gar nicht so aussehen. Die wird nämlich aussehen wie eine Banane. Mhm. Wie eine Banane, echt jetzt. Ja, wie eine Banane. Und sie hat auch ein Geruchsfeedback. Das heißt, sie riecht nach Banane, wenn man sie einschaltet. Genial, oder? Ernsthaft, George,
Wirklich ernsthaft? Ja, aber das ist ja noch nicht alles. Der PS5-Controller, der wird auch nicht so aussehen, wie der PS5-Controller mutmaßlich aussehen wird, sondern der wird aussehen wie eine Ananas. Mit Tasten. Eine Ananas, Hansi, wirklich? Eine Ananas? Ja, die umgreift man dann und die hat überall Tasten, die man dann drücken kann. Das ist das haptische Feedback. Und das Geniale daran ist, das sieht nicht nur aus wie eine Ananas, das ist eine Ananas. Irre, oder? Also quasi, die ist dann auch noch gesund. Okay, Sepp, ich glaube, du hast dir gerade eine neue Gehaltserhöhung verdient. Wir verlangen für diese Ananas einfach 80 Euro. Ja, genau. Und nicht nur das, wir machen ein PS5-Bundle mit dem nächsten SpongeBob-Spiel und dieser Ananas. Absolut genial. Wir verlangen 600 Euro, jeder kauft das. Okay, Xaver, du hast ja gerade auch noch eine Beförderung verdient. Das war aber noch gar nicht alles. Es wird noch eine Special Edition vom PS5-Controller geben in Form einer Kokosnuss. Die hat genauso viele Tasten und die kann man auseinanderklappen und wieder zusammenklappen. Und damit erzeugt man ein Geräusch wie ein Pferd, was perfekt ist für unsere neuen Pferdesimulationen. Es wird nämlich geben The Last of Us, die Pferdesimulation, Kratos Pferdehof und Uncharted Lasst die Pferde los. Das wird dann gebundelt mit dem Kokosnuss-Controller. Okay, Berti, ich verneige mich vor deiner Klugheit. Ich räume meinen Posten. Du übernimmst jetzt einfach hier den Laden, weil das sind so geniale Ideen. Ich denke, damit reißen wir den ganzen Konsolenmarkt an uns. Und danach kaufen wir Microsoft auf. Alles klar, dann ziehe ich gleich morgen in dein Büro ein. Vorher gehen wir noch einen saufen. Und dann kann ich dir auch erzählen, wie man aus alten Toilettenpapierrollen eine neue VR-Brille basteln kann. Ich schaudere vor deiner Genialität. Könnte allerdings auch sein, dass ich wegen meinen 3 Promille, die ich schon intus habe, erschaudere. Und mir ist irgendwie gar nicht gut. Wir schauen als nächstes, was es Neues gibt im PlayStation Store. Davor gucken wir aber erstmal zum PlayStation Weihnachts Adventskalender. Heißt der Adventskalender? Jeden Tag gibt es da irgendwie neue Preise. Bis Weihnachten geht das Ganze und täglich mit wechselnden Preisen, wo ihr mitmachen könnt. Auf der offiziellen PlayStation Seite. Teilweise ganz nette Sachen dabei, auch limitierte Playstations, je nach Tag. Dann bleiben wir gleich bei Weihnachten, zum Thema Weihnachten. Es gibt Weihnachtsangebote, auch bis Weihnachten voraussichtlich. Gehe ich mal davon aus, dass die Weihnachtsangebote bis Weihnachten auch sind. Aber wer weiß es. Gut, wahrscheinlich können die auch noch weitergehen. Naja, ich denke mal, sie werden nicht vorher stoppen. Ich werde auch jetzt allerdings auch nicht groß ausführen, was es alles gibt. Es gibt auf jeden Fall sehr schöne Sachen, unter anderem God of War für 20 Euro. Und sehr viele weitere große Titel, die ihr euch eigentlich dann im Grunde schon mal nachholen könnt. Übrigens auch der Bus-Simulator ist auch aktuell für 30 Euro im Angebot. Jetzt aber, genau, Moment, bevor die Neuheiten, kommt noch was anderes. Die PS Plus Spiele des Monats, die habe ich jetzt noch gar nicht gezeigt. Ja, und zwar werden 2 Spiele für PS Plus Abonnenten, kostenlose Spiele, Titanfall 2 und Monster Energy Supercross, the official video game. Gut, letzteres kann man sie jetzt vielleicht, es ist sehr speziell, sag ich mal. Aber ersteres, Titanfall 2, solltet ihr euch unbedingt angucken. Auch, weil es eben nicht nur online ist, sondern auch eine schöne Solo-Kampagne mit dabei hat. Jetzt aber Neuerscheinungen. Es ist zum einen erschienen Ancestors Humankind Odyssey. Ein vorzeitliches Spiel, wo man, unsere Vorfahren spielt, unsere genetischen. Ich weiß nicht, was da der Spielinhalt wirklich sein kann und ob das Spaß machen kann. Ich muss immer an Far Cry Primal denken, wenn ich an sowas denke, an sowas sehe. Vielleicht ist das sehr interessant. Es hat schon auf jeden Fall schon gute Bewertungen, allerdings nur wenige. Mal unbedingt auf dem Radar behalten. Dann Ski Jumping Pro VR. Ja, das ist ja mal schön. Es gibt endlich mal wieder ein Skispringspiel und das auch noch in gleichen VR. Ja, also das muss ja mal gigantisch sein. Aber vielleicht ist es auch ein Quatsch, ich habe keine Ahnung. Außerdem, Star Wars Battlefront 2 Celebration Edition ist rausgekommen. Eine neue Edition des sehr oftmals verschrienen Battlefront 2. Und naja, es soll auf jeden Fall alle Zusatzinhalte hier mit dabei sein und ich weiß nicht, ob online da noch wirklich viel los ist. Auf jeden Fall so oder so könnt ihr hiermit nochmal das nachholen, wenn ihr das unbedingt wollt. Und dann noch ein Spiel, auf das ich mich persönlich freue.
Shuttle Commander. Ihr steuert das Space Shuttle zum Hubble Space Teleskop und repariert das und das Ganze in VR. Und da habe ich richtig Bock drauf, weil da stehe ich komplett drauf. Weil vor allen Dingen, weil das ja auch eine der schwierigsten Shuttle-Missionen überhaupt war, die es damals gab, solange das Shuttle noch lief. Und ja, es sieht grafisch auch ganz, ganz nice aus. Und ja, es gibt natürlich verschiedene Weltraumeinsätze und Dinge zu machen im Weltraum. Wichtige Dinge. Willkommen zu den Pixel News und den News rund um den Kanal. Ich habe es natürlich bisher noch nicht geschafft, hier hinter mir mal meine neue Einrichtung einzurichten. Aber es ist schon mal so halbfertig. Aber ich bin jetzt keinen Schritt weiter gekommen zur letzten Woche. Mal wieder typisch von mir. Dann gab es insgesamt 4 neue Videos auf dem Kanal. Das erste war Lewis Hamilton. Der war in Monaco und hat ein bisschen gesprochen über seine Fahrweise, über Gran Turismo Sport und über andere Dinge, über das Kartfahren zum Beispiel. Fand ich super interessant. Könnt ihr gerne angucken. Ist im englischen Original. Dann gab es ein neues Billig-Willigs, und zwar für Wipeout Omega Collection. Dann habe ich noch ein neues Buch vorgestellt, nämlich das Pixelbuch. Ein inoffizielles Artbook über das Super Nintendo, über das SNES. Auch ganz nice. Und dann gab es noch 7 unbekannte PS4-Fakten, wo ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere und euch, ich behaupte mal, recht unbekannte Dinge erzähle, die ihr vielleicht nicht wusstet von der PS4. Kann man sich ruhig mal anschauen, wenn man da Böcke drauf hat. Dann kommen wir zum Thema der Woche. Und das Thema der Woche ist ja Black Friday. Denn Ende November war ja der Black Friday. Und da habe ich euch gefragt, was habt ihr denn da? Habt ihr da zugeschlagen? Habt ihr euch da was geholt? Ich mache mal kurz den Anfang. Und zwar deswegen, was mir gerade so einfällt. Ich habe zugeschlagen. Ich hab mir eine neue Kamera gegönnt. Die wollte ich auch noch mal vorstellen. Sony Alpha Kamera. Weil die brauche ich jetzt dann auch für Vlogs und überhaupt für alles, was mit Video zu tun hat. Das wird alles damit dann passieren und hoffentlich dann richtig schön und nice aussehen. Dann habe ich mir, war ich bei PlayStation Gear und habe mir dort einiges bestellt. Zum Beispiel dieses schöne Jäckchen. Nice. Das gab es auch im Angebot. Des Weiteren habe ich hier noch mir einige Lego-Teile geholt, um einen Startturm zu bauen für meine Saturn 5 Lego-Rakete, die hier hinter der Kamera ist, die ihr gerade nicht seht. Das wird mein Weihnachtsprojekt, das ist quasi mein Vorab-Weihnachtsgeschenk für mich selbst. Da werde ich wahrscheinlich auch Video drüber machen, aber wahrscheinlich dann drüben auf meinem Apollo-Projekt-Kanal, denke ich mal, weil das passt dann besser. So, was haben wir noch? Ich glaube, ich schweife jetzt ab. Deswegen kommen wir lieber zu euren Kommentaren, das ist viel interessanter. Und gucken, was ihr euch so geholt habt. Dustin fängt an, der schreibt, ich wollte eigentlich nur einen PS4-Controller im Angebot kaufen. Letzten Endes habe ich dann eine PS4 Pro für 279 Euro gekauft. Bei diesem Preis konnte ich nicht widerstehen. Ja, das ist auch interessant. Manuel, ich habe mir letzte Woche Civilization 6 und die Woche davor Bard's Tale 4 geholt. Damit bin ich glücklicher, wenn jetzt auch unausgeschlafener und ein schwer beschäftigter Mensch. Da hat mich der Black Friday nicht wirklich interessiert. Ansonsten finde ich das aber okay. Die Läden räumen die Lager. Ja. Und wenn der Konsument das ein oder andere Schnäppchen machen kann, ist doch alles gut. Ganz anders sieht's Latunia. So, Black Friday ist mir egal. Vor allen Dingen, weil es nur zeigt, wie manipuliert wir im Westen sind und wie der Kapitalismus, die Gier und der Konsum uns vernebelt. Ich bin im IT-Bereich tätig, studiere Systemtechnik, aber auch generell Produktion, Wertstoffe, Arbeitskraft und Forschungskosten sind für mich nur zu gut bekannt. Die Elektronik, vor allen Dingen Multimedia, ist den Rest des Jahres immer viel teurer als muss. Klar, wenn man das mehr Geld als in Relation an den geht, der wirklich viel arbeitet und nicht an den Fiskus, wäre es okay. Nur in den letzten Wochen des Novembers wird die Technik günstig verkauft an Menschen,
die sich wie Tiere verhalten. Was mich auch sehr, sehr stört, ist der Fakt, dass jetzt gerade Retouren, also in den meisten Fällen neuwertige B-Ware, nicht wieder verpackt und verkauft wird, sondern verschrottet, weil im lieben Deutschland auf Wegschmeißen 0% Mehrwertsteuern anfallen, aber auf Spenden 7%, 19% bei Küchengroßgeräten. Es ist schlimm. Also, Black Friday, nein, nicht mit mir. Viele hier haben sich was gegönnt. Viel Spaß mit euren Käufen. Nur wacht auf. Aha, okay. Seppo schreibt noch dazu, ich habe nichts gekauft, ich kann nicht verstehen. Ich bin jetzt schon den Analyst und sage voraus, dass bei der PS5 die Türen des Mediamarkts pulverisiert werden und die Leute sich nur zuerst haben wollen, drum K.O. boxen werden. Wie gut, dass ich es anders mache. Ich hoffe, wir haben nicht wieder solche Szenen wie beim PS4-Start. Das war so erbärmlich. Das war so fürchterlich. Das war Fremdschämen pur. Also es gibt Videos, also für die Leute, die es nicht wissen, es gibt Videos, wie Leute in den Mediamarkt rennen, wie die völlig Wahnsinnigen die PS4-Geräte quasi vom Stapel geiern und währenddessen auch noch die Deko umreißen. Es ist fürchterlich, ja, es ist echt fürchterlich. Raymond schreibt zum Black Friday, ich habe mir und gönne mir eigentlich das ganze Jahr über dank Preisalarm der ganzen Verkäufer. Okay, jetzt verwirrst du mich aber. Ja, ich lasse das mal so stehen. Dodo XD. Eigentlich habe ich mir ein Lenkrad zugelegt, das Logitech G29, was es für 170 Euro auf Amazon gab. Dann habe ich mir auch noch ein Playseat Challenge dazu geholt, welche aber leider nicht im Angebot war, 190 Euro. Mein PS Plus aber habe ich auch für 45 Euro verlängert. Wobei, das waren jetzt beides echt gute Angebote, also Logitech und der Playseat, ganz ehrlich. Ja, und PS Plus sowieso. Blauorg. Ich habe mir ein neues Smartphone geholt, ZTE Blade V10 und dazu eine SanDisk Ultra Micro SDXD XC Karte, 200 GB und Panzerglas. Für dein Maybach wahrscheinlich, oder? Für die PS4 ein neuer Controller in Blue Camouflage, im PSN Store God of War, Tales of Berseria und bei GameX das Bundle Starter, RaceX, CarbX, Adapter-Set 8-in-1, GameX, Kugelschreiber, GameX, Schlüsselanhänger. Finde noch ein Headset, Kopfhörer von Biodynamic. Aber dann muss ich erstmal warten, wie ein Lenkrad und Setup. Das ist eine ganz schöne Einkaufsliste, die du hast. Der Kilian, spieltechnisch habe ich dieses Jahr nicht zugeschlagen, aber bei der Apple Watch Series 5 habe ich zugeschlagen. Okay. Der Max XD, ich habe mir ein UHD OLED TV von Samsung für 1200 Euro geholt. Eigentlich war der Preis ca. 1700. Da es ein Ausstellungsgerät war, bei unserem Saturn war, fragte ich, ob ich diesen günstiger bekommen kann, nach der freundlichen Auskunft. Ich zitiere, ich müsste das mit meinem Vorgesetzten besprechen. Von einem Mitarbeiter wurde mir dieser Hammerpreis gestellt. Bei Amazon wäre für 200 Euro mehr und das in vier Wochen lieferbar verfügbar. Dann habe ich mir noch ein WQHD 144 Hz IPS-Monitor für den PC geholt, dazu noch ein neues Bett geholt, Boxspringbett für mich und meine Freundin. Ja gut. du schreibst aber ein Samsung OLED, das gibt's nicht. Du meinst wahrscheinlich ein Samsung QLED. Nehme ich mal schwer an. Weil Samsung macht doch gar keine OLEDs. Devlyman. Ich habe mir zum Black Friday endlich einen 4K-TV von Samsung geholt. Noch jemand, da ich schon länger damit geliebäugelt habe. Dazu kam noch eine Nintendo Switch, die ich meiner Frau zu Weihnachten schenken werde. Aber pst. Und für mich auf PS4 Spider-Man, Detroit Become Human und Shadow of the Tomb Raider. Ja, selber schreibt schon, das sind super Spiele. Und mein Spider-Man für 20, Detroit für einen 10er und Tomb Raider für 15. Ja, das ist absolut ein guter Preis. Ötti, ich habe am Freitag schon bei Simatic meinen Simracing Rig K2 zugeschlagen. Waren zwar nur kostenlose Aufkleber, Sets dabei, aber immerhin. Den Black Friday habe ich bei Fanatec mit dem CSL Elite Racing Wheel und den Clubsport V3 Pro Pedalen zugeschlagen. Wobei da nur die Pedale im Angebot waren, mit dem Brake Performance Kit für 80 Euro günstiger. Das war der schlussendliche Auslöser, mir so etwas mal zuzulegen. Dass es nicht günstig war, war mir von vornherein klar. Ich warte schon gespannt auf die Teile, hoffe, dass alles bis zu deiner Ausstrahlung da ist. Freue mich so riesig. Ja, da kannst du dich echt freuen. Hey, also das Fanatec-Zeug ist halt richtig gut. Hasan, ich habe mir dieses Jahr nichts Großes gekauft, nur Shadow of the Tomb Raider für 15. Sonst hatte ich alle Spiele, die sehr günstig waren.
Der Spider, ich war brav, habe nichts gekauft, habe mir vor 2 Wochen schon die Oculus Quest gegönnt. Letztes Jahr zum Black Friday hatte ich für 220 die PSVR und das G29 für 245 inklusive Shifter geholt. Ja, da haben wir ähnliche Preise dieses Jahr wieder gehabt. Der Oliver, normalerweise achte ich nicht so auf die ganzen Aktionstage wie dieser Friday, aber ich war schon länger hinter einem kleinen Schneideplotter her, um schöne Lackiermasken und Fahrzeugdekore für meine RC Offroader erstellen zu können. Den Silhouette Portrait 2 entdeckte ich für 138,99, während er bei anderen Black Friday Angeboten so im Schnitt bei 169 lag. Da musste ich zuschlagen und freue mich schon darauf, meine inzwischen etwas eingerosteten Erfahrungen mit Vektorisierung, Inkscape etc. wieder aufzufrischen. Dazu orderte ich dann natürlich gleich noch etwas Zubehör wie Vinyl, Klebefolie, Übertragungsfolie und ein Toolkit zum Entgittern und Verkleben. Jetzt muss ich nur noch meinen PC-Arbeitsplatz etwas umorganisieren. Das klingt echt wie ein nices Hobby, das du hast. Das ist echt interessant. Ich verstehe nicht ganz alles. Also halt alles. Also gut, es ist klar, worum es geht, aber ich kenne mich mit RC als Hobby überhaupt nicht aus. Wollte ich nur sagen. So würde ich sagen. Ragnarök, habe noch nie davon was gekauft, kaufe nur Dinge neu, wenn diese kaputt sind und nicht fähig und ich nicht fähig bin und ihn nicht fähig zu reparieren kann oder die Reparatur nicht lohnenswert ist. Entweder habe ich heute echt einen leichten Sprachfehler beim Vorlesen oder ihr habt diesmal eine Grammatik, die, ich sag mal, ein bisschen suboptimal ist heute. So, dann weiter. Als wir gestern einkaufen waren in der Stadt, habe ich es gesehen im Einkaufszentrum Black Friday. Wurde darauf hingewiesen, eine große Werbetafel, dass Waren nicht günstiger sind. Diese Konzerne jedoch 5% vom Gesamteinkommen dieser Aktion wird gespendet an Kinderkrebshilfe. Eine schöne Aktion, finde ich. Ah, das ist ja mal genial. Das ist ja wirklich genial, dass ein Einkaufszentrum sagt, nee, bei uns ist nichts billiger, aber 5% geben wir an Kinderkrebshilfe. Schön. Der Tobias, ich bin vom Black Friday echt enttäuscht dieses Jahr, nicht so gute Angebote wie letzte Jahre. Ich habe mir den Gears 4 Controller und Sea of Thieves Controller für 70 gekauft. Und natürlich die Bud Spencer Terence Hill Box. Ja, das ist ja, da kann man ja gar nichts falsch machen damit, ja. Ja, selber mein 2017, was fährt noch besser? Neo für 20. Ja gut, Neo gibt es, weil du schreibst Neo für 20 Euro. Neo gab es ja erst bei PS Plus. Aber ja, gut, kann man darüber streiten, ob es jetzt gute Angebote waren oder nicht. Der Michi fand den Black Friday dieses Jahr echt gut. Hab 1.911,24 Euro und 65.100 Microsoft Rewards Punkte ausgegeben. Ja, das ist mal eine gute Rechnung dann. Gleich, die man hoffentlich von der Steuer absetzen kann. Ronin, hab mir Black Friday Spider-Man für 15 gekauft, Rage 2 für 15, Bloodstained, Ritual of the Night für 20 und 50 Euro. Was für 50 Euro 3 geile Singleplayer-Spiele, was will ein Zocker mehr? Pixel, ich kann dir Bloodstained empfehlen. Castlevania, Spiel, Grafik, Art, in der Art. Hammer Soundtrack finde ich gut. Ich bin ja leider kein Castlevania-Fan. Muss ich leider gestehen. Obwohl ich weiß, es sind verdammt gute Spiele, aber ich bin ja nicht so der Fan davon. Ich war immer zu blöd dafür. Pasi Gaming. Ich habe mir eine neue PS4 Pro vom Mediamarkt geholt, da ich keine mehr hatte. Im Allgemeinen kaufe ich mir aber selten was am Black Friday. Blood God. Als Spiel habe ich mir dieses Jahr Marvel Spider-Man PS4 gekauft für den 20er, also 1999. Leute, ihr habt ja euch alle Spider-Man geholt. Klingt so, zumindest. Sablo fasst sich kurz und diesmal fasst es sich wirklich kurz. Hey, da bin ich ja richtig happy drüber. Ich habe nichts geholt beim Black Friday Woche, worüber ich froh bin. Need for Speed Heat, Star Wars, waren günstiger, aber ich werde die erst 2020 kaufen, beide zusammen für 30 holen, egal ob gebraucht oder neu. Das war meine Meinung zum Black Friday Sale und als Vorschlag für nächstes Wochenthema schlage ich vor, Kultspiele, die man verpasst hat und unbedingt nachholen möchte. Dieses Thema haben wir, das schwirrt ja schon seit einer Ewigkeit rum. Das müssen wir mal machen, also seit Monaten tatsächlich. Ich hab das schon auch in meiner Liste, aber wir haben diesmal ein anderes Thema. Das wird cool, das wird richtig nice als nächstes Thema. Gamers Check. Black Friday Week habe ich lediglich diese Game Over Lampe gekauft für 18 statt 25. Du hast eine PlayStation Lampe und ich eine Game Over Lampe. Quasi das gleiche, nur eben anders. Ja, es ist dasselbe, bloß umgekehrt. Ja. Ansonsten nervt es mich einfach nur, dass alle mit großen Rabatten daherkommen und heimlich die Preise erhöhen. Kleines Beispiel, Kaufland, Classic Cola vor 39 Cent, Black Friday Week 35 Cent statt 45 Cent. Na, was ist denn da passiert? Auf einmal wurde sie heimlich 6 Cent erhöht. Das dann
und das dann nach dem Black Friday. Einfach nur Taktik. Und genauso machen sie es auch in diversen anderen Läden. Schlimmer ist noch so wie bei uns für Sonntag verkaufsoffen, Black Week, letzter Tag und Weihnachtsmarkt. Stadtbummel für ein A. Okay, das stimmt, das ist auch eine unfassbar hinterhältige Masche, dass man zum Black Friday die Preise erhöht. Man macht sie jetzt, also man erhöht die Preise, reduziert sie dann und danach sind sie eben höherpreisig. Ja. Erik, ich muss sagen, war für mich nicht wirklich viel der Mann. Ich habe mir nur ein oder zwei Games im PlayStation Store gekauft, da mein Gehalt erst Mitte der Woche gekommen ist. Kann ich sowieso nicht viel zuschlagen, da ich alles habe, brauche ich nicht viel. Und zum letzten Thema der Woche hast du noch was, und zwar zum Thema Online. Ich spiele in letzter Zeit viel auf der Xbox One X COD mit Freunden, und auch auf der PS4 Pro spiele ich öfter Borderlands 3. Jetzt kommt das nächste Thema der Woche, und da freue ich mich schon. Das finde ich nämlich nice. Das ist mir heute nämlich so in den Sinn gekommen, und zwar passend zum Thema 25 Jahre PlayStation. Und zwar: Was ist eure erste Erinnerung an PlayStation? Sei es jetzt ein Spiel oder irgendwas, was ihr bei einem Kumpel gesehen habt oder irgendwo im Laden oder was auch immer. Was sind eure erste Erinnerung an die PlayStation? Vielleicht, was ihr zum ersten Mal gespielt habt oder vielleicht ein bestimmter Spielabschnitt, irgendein Level beispielsweise oder nur, keine Ahnung, das Einschalten oder das Kaufen der PlayStation. Würde mich interessieren, was ihr da so für ein Erlebnis in Erinnerung habt. Und zwar so möglichst so die erste Erinnerung an eure PlayStation. Oder an überhaupt PlayStation. Hashtag PS, wie PlayStation. Ha. Also bei mir, als Inspiration, bei mir war es so. Ich wusste, dass die PlayStation raus ist und habe mir auch ein paar Sachen schon so bewusst oder schon gesehen. Dachte mir, nee, Nintendo 64 ist viel, viel besser. Ich habe mir damals auch einen Nintendo 64 geholt und dachte mir, ach, PlayStation, ach, na, das ist ja viel, also optisch ja viel schlechter und alles. Bloß meine richtig erste gute Erinnerung an PlayStation ist, bei einem Kumpel habe ich Wipeout 2097 gespielt und dachte mir, oh, alles klar, ich brauche das Ding. Das brauche ich, beides. Und letztlich, ich weiß, ein paar Tage später habe ich eine PlayStation gekauft mit Wipeout 2097. Ja. Und so ging's los. Das, meine lieben Leute, das war's von Thema der Woche. Wie gesagt, könnt ihr unten reinschreiben. Und jetzt geht's gleich weiter mit der Fragerunde. Ihr könnt natürlich auch eure Fragen rund um die PlayStation und eure Kommentare hier gerne reinschreiben, unten in den Kommentaren. Es geht gleich los mit den Hardware-Fragen und dem Markus. Ich hatte neulich eine Diskussion wegen Google Stadia. Ein Bekannter hat jetzt seine PS4 wegen Google Stadia verkauft und ist überzeugt davon, dass Cloud Gaming die Zukunft ist. Er glaubt sogar, dass es nach der nächsten Konsolengeneration PS5 keine weiteren Konsolen mehr geben wird. Ich sehe das komplett anders. Meiner Meinung nach ist Cloud Gaming nur eine weitere Option neben PC und Konsolengaming. Echte Hardcore-Gamer werden immer eher zu einem Gaming-PC oder der Konsole zurückgreifen. Schon allein wegen dem schlecht ausgebauten Breitband-Internet wird sich Cloud-Gaming in Deutschland nicht flächendeckend durchsetzen. Würde mal deine Meinung interessieren. Ja, sehe ich ganz ähnlich. Max findet Cloud-Gaming cool, sehe ich gerade noch so. Denke, es braucht aber noch ein wenig. Zukunftssicher ist es aber, denke ich. Schauen wir uns noch eine Meinung an. Der Thomas schreibt nämlich, ich habe das Stadia Premiere Pack, muss sagen, also die Founders Edition meinst du, muss sagen, ich bin beeindruckt. Kein Lüfter mehr zu hören, ist schon merkwürdig, diese Stille beim Zocken. Kann es nur empfehlen und hoffe, Google nutzt es. Also, meine Meinung. Ich persönlich halte das Ganze noch zu früh. Das Cloud Gaming ist die Zukunft, behaupte ich mal. So wie Elektroautos sind auch irgendwann mal die Zukunft, aber es ist noch zu früh. Es ist noch alles irgendwie unausgereift und wirkt noch nicht so richtig marktreif, so richtig würde ich sagen. Vor allem Google hat einen ziemlich holprigen Start bei Stadia, wo ich mich selber frage, was das soll. Außerdem ist das Preismodell bei Stadia eine Katastrophe, finde ich. Ich persönlich. Letztlich wird Cloud Gaming kommen in irgendeiner Form. Wir haben das ja jetzt schon mit PlayStation Now. Und dann als Abo, und da ist aber hoffentlich alles dabei, was man dann spielen will. So irgendwie wie bei PlayStation Now. Eigentlich ist es relativ beispielhaft sogar, was Sony da macht. Ich glaube auch, dass es nach der PS5 vielleicht keine PS6 mehr geben wird. Das könnte gut sein, das kann ich mir gut vorstellen. Das wird allerdings ja erst sich rausstellen in, ja, sagen wir mal, 7 Jahren.
ich, 7, 8 Jahre, sagen wir mal. Also nächstes Jahr 2020 kommt die PS5 und dann dauert es auf jeden Fall, hat die auf jeden Fall eine Lebensspanne von 7 Jahren, sage ich mal, 7, 8 Jahre, vielleicht sogar 9, ich weiß nicht. Und dann müssen wir nochmal weiterreden, weil ich glaube, in diesen Jahren wird hoffentlich der Breitbandausbau soweit sein. Ja, hoffe ich doch. Hallo Telekom. Ja, der Jakob. Hey, ich habe folgendes Problem. Seit einem halben Jahr besitze ich eine externe Festplatte für die PS4. Bisher hat alles einwandfrei funktioniert. Gestern wollte ich sie anstecken und es kam die Fehlermeldung, das soeben verbundene Gerät kann nicht verwendet werden, um dieses Gerät als erweiterten Speicher zu nutzen. Musste es neu formatieren, aber wieso ist das passiert? Warum nach einem halben Jahr fehlerfreie Nutzung? Selber meint es, ob es sein kann, dass es ein Wackelkontakt ist. Bei meiner externen Seagate-Festplatte für PS4 ist es so gewesen. Habt ihr einen anderen USB-Anschluss an der PS4 gesteckt, dann hat es geklappt. Das würde ich auch so machen. Check mal einen anderen USB-Anschluss und eventuell ein anderes Kabel, wenn du ein Ersatzkabel hast. Weil das Problem ist, wenn die PS4 da meckert, sind die Daten auf der externen Platte weg. Also wenn das wirklich nicht geht. Ich hoffe, es ist nur ein Wackler oder eben der USB-Anschluss oder liegt am USB-Kabel. Ragnarök hat noch einen Kommentar zum letzten Mal und zwar dieses Fiepen, dieses Spulenfiepen vom Netzteil meiner alten PS4 gehabt mit Glanzdeckel. Das Modell mit Mattendeckel hatte das Problem nicht mehr. Ja, also es ist, das Problem tritt selten, glaube ich, immer noch auf, aber wirklich selten, dass das Netzteil fiept. Aber inzwischen würde ich sagen, ist Garantiefall und einfach umtauschen. Spiele, Fragen, beziehungsweise einen Spielekommentar haben wir vom Shelby, der sagt, Trails in World kann ich dir nur wärmstens empfehlen, wenn du auf Züge stehst. Ja, das Lustige ist, Trails in World habe ich jetzt auch da. Genau, das habe ich vorhin auch noch gar nicht erwähnt. Trails in World ist da und da habe ich so richtig, richtig Böcke drauf. Ja, das wird auf jeden Fall mal auch kommen, hoffe ich auf dem Kanal. Ich habe außerdem noch, auch noch was, was ich auch noch da habe. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon zeigen darf, aber man sieht es ja hinter mir sowieso schon als Box. Spiel, wo ich auch richtig lange drauf gewartet habe. Transport Fever 2. Leider nur PC, aber da habe ich so richtig Bock drauf. Ja, oh, was war das so schön. So, dann sind wir schon bei den allgemeinen Videos und der Ossi sagt, danke fürs Video. Gerne kann ich dazu nur sagen. Obsiana schreibt, ich bin gerade im Multitasking-Modus, zocke nämlich gerade Pokémon Schwert und trainiere mein Pikachu für die Wasserarena, versuche gleichzeitig ein Evoli zu fangen, weil Evoli das cuteste Pokémon aller Zeiten ist und ich Evoli kuscheln will. Das hast du doch schon öfter mal geschrieben. Die Evoli-Kuschelnummer. Aber ist okay. ist doch nice. Und damit sind wir schon beim letzten Kommentar für heute dem Sebastian, der den längsten Kommentar tatsächlich hat diesmal. Aber gucken wir mal rein. Hallo Pixel, vielen Dank für dein Lenkrad-Video, hat mir echt weitergeholfen. Leider konnte ich nicht mehr bis zum Black Friday warten. Habe deshalb mir dann gebraucht für 120 Euro das T150 geholt. Das hat zwar auch nur zwei Pedale aus Kunststoff, macht aber trotzdem Spaß. Na, ich bin blutiger Anfänger, so fahre ich leider auch. Also mein richtiges Auto habe ich besser im Griff, aber das fährt auch nicht so schnell. Aber zurück zu dir, ich genieße deine Videos, dass sie sehr unterhaltsam sind und sehr verständlich. Auch scheint es so, dass du eine smoothe Community hast, wo es echt kaum Gehate gibt. Das ist korrekt. So mein Eindruck. Ich freue mich auch über deine Vlogs, da sie doch Moment, jetzt habe ich die Zeile verloren. Oh Leute, ich habe die Zeile verloren. Ah, ich freue mich auch über deine Vlogs, da sie doch Einblicke geben, die man sonst nicht bekommt. So, ich fühle mich von dir nicht nur gut unterhalten, sondern auch gut informiert. Wie hoch ist dein Rechercheaufwand? Deine Infos scheinen jedenfalls sehr fundiert zu sein. Deine Satiregespräche mit den beteiligten Protagonisten, die du dann vertrittst, fand ich ganz besonders. Da weiß ich gar nicht, was du meinst, was für eine Satire. Ich habe hier immer geheime Informationen, die mir zugespielt werden. Das hat ja nichts mit Satire zu tun. Bei Black Friday habe ich mir zu viel als gutes Angebot vorgegaukelt. Ich finde, da muss man schon genauer gucken. Need for Speed Heat habe ich für PC geholt. Zocke dies dann in 1440p, weil ich das in 4K zocken möchte, schließe ich den Fernseher einfach an und habe zuletzt SOTR gemacht. Shadow of the Tomb Raider war auch nice mit 60 Hertz. Zur Frage Solo oder Multiplayer, ganz klar Solo. Ich bin nicht so gerne online beim Zocken im Multiplayer unterwegs. Auch wenn das seine Vorteile hat, ist dies nicht so meins, aber das kann ja auch jeder machen, wie er möchte. Sorry für das Hin- und Hergespringen in meine Gedanken. Die Nacht war kurz. Ich habe zu lange die Bastelnacht von Cracky auf dem Twitch-Kanal Ravioli verfolgt. Kann ich nur jedem empfehlen. Okay, ja, das war ein bisschen viel auf einmal. Und irgendwo habe ich so das Gefühl, ich habe irgendwo eine Frage übersehen. Ah, der Rechercheaufwand kommt aufs Video an.
Also bei manchen Videos, also das Komische ist, manche Videos, die kann ich einfach so runter machen, runterrattern, sag ich mal. Beispielsweise ein Gameplay-Video, da muss ich nicht groß recherchieren. Oder an Videos, wo ich schon genau weiß, was ich machen will und wo ich weiß, was ich sagen will. Aber dann gibt es wieder andere Videos, die sind super aufwendig. Lenkrad-Video zum Beispiel, da weiß ich zwar auch schon, was alles, was Sache ist, aber ich muss das alles notieren und entsprechend präsentieren vor der Kamera. Entsprechend ist das, gehört das zu den aufwendigsten Videos, ja, eigentlich. Genauso wie die Top 10 Videos, überhaupt die Top-Listen, die sind auch aufwendiger. Deshalb gibt es sie auch nicht so oft. Das, meine lieben Leute, das war's von der heutigen Pixel-Show. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt das Ganze abonnieren. Ihr könnt gerne ein Gefällt mir lassen. Ihr könnt sehr gerne auch Kanalmitglied werden. Und das werde ich jetzt mal hier kurz noch bewerben. Es gibt drei Kanalmitgliedschaften hier. Ihr könnt Pixel Supporter werden, Pixel Crew oder Pixel Hero. Und entsprechend kriegt ihr als Supporter beispielsweise Logos im Live-Chat, in den Kommentaren. Ihr kriegt Emojis für den Live-Chat und ihr werdet hier natürlich namentlich erwähnt. Als Pixel Crew-Mitglied kriegt ihr monatliche Livestreams. Da fällt mir ein, oh, für Dezember steht noch der nächste Livestream an. Leute, ich, da müsste man wieder ein bisschen mehr Mitglieder mitmachen, ja. Das sind wir, das ist immer sehr, eine ziemlich private Runde, was aber sehr nice ist und sehr, sehr gemütlich. Und als Pixel Hero kriegt ihr obendrein noch einen Vorabzugriff auf die Pixel Show, also sprich schon am Freitag. Das war's jetzt aber, meine lieben Leute. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Viel Spaß beim Spielen. Macht's gut. Bis dahin.